Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne vier unterschiedliche Websites zeigen, auf denen ihr Geld verdienen könnt. Und die Plattformen könnten wirklich nicht unterschiedlicher sein. Ich möchte beispielsweise mit euch heute hier in diesem Video über eine indische Plattform sprechen, die mir tatsächlich bereits Geld gemacht hat. Und viele große Udemy-Dozenten und Skillshare-Dozenten haben jetzt auch dort Kurse publiziert. Und ich meine wirklich nur die Creme de la Creme, die richtig, richtig großen. Und wo die sind, da lässt sich meistens wirklich gutes Geld verdienen. Ich möchte mit euch heute hier in diesem Video auch mal wieder über eine Umfragenplattform sprechen. Ich möchte euch eine Plattform zeigen, auf der ihr Icons publizieren könnt und die nicht The Noun Project ist. Nämlich viele von euch wissen, dass ich darüber schon recht gutes Geld verdiene, aber es gibt eine zweite Plattform, wo man sehr, 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 sehr gutes Geld verdienen kann und vor allen Dingen, wo ich euch auch eine Webseite zeigen möchte, wo ihr herausfinden könnt, welche Icons sich wirklich gut lohnen können. Und dann anschließend werden wir auch nochmal über eine Investing-Plattform sprechen, auf der ihr euch ein passives Einkommen aufbauen könnt. Falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Bevor ich mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine Buchempfehlung für euch. Das hier ist das Buch rund um das Airbnb-Business, Schritt für Schritt zum erfolgreichen Superhost, wurde geschrieben von einem sehr guten Freund von mir, nämlich vom Arion. Arion hat dieses Business selbst umgesetzt, ist ein erfolgreicher Unternehmer und verrät wirklich alles zu diesem Business hier im Buch. Das heißt, falls ihr auch Ferienwohnungen vermieten möchtet und ihr möchtet euch damit ein solides Einkommen aufbauen, dann ist dieses Buch hier genau das Richtige für euch. Das Buch ist nicht teuer, das Buch ist extrem hochwertig, steckt voller fantastischer Tipps. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link. Ich habe es mir gekauft. Ich kann es euch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Das heißt, wenn ihr euch ein weiteres Einkommen aufbauen wollt und ihr möchtet Ferienwohnungen vermieten, dann wie gesagt, guckt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Um welche Plattform soll es also heute hier in diesem Video gehen? In diesem Video wollen wir zuallererst mal uns mit der Plattform Skills Café beschäftigen und anschließend dann möchte ich euch drei weitere sehr interessante Plattformen zeigen. Was genau ist Skills Café? Skills Café ist eine Plattform aus Indien und ich weiß, viele von euch werden sicherlich sagen, ich weiß nicht, indische Plattformen, machen die einem tatsächlich Geld? Und ich muss sicherlich zugeben, zum Beispiel meine Familie kommt ja auch aus Indien und ich sage euch Folgendes, ich habe auch schon mit vielen, vielen indischen Startups zusammengearbeitet und viele von den Startups verschwinden auch recht wieder schnell, was natürlich auch hier in Deutschland dasselbe ist, aber natürlich, wenn jemand am anderen Ende des Globus sitzt, dann könnte man vielleicht denken, vielleicht kriege ich ja nicht mein Geld, kann ich denen vertrauen? Und Skills Café ist tatsächlich jetzt schon eine relativ alte Plattform in diesem Markt. Alt soll bedeuten, so ungefähr 3-4 Jahre. Ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, das ist doch kein altes Unternehmen, aber gerade wenn es jetzt um Online-Kursplattformen geht, ist es das tatsächlich, weil ich habe viele Kursplattformen über die letzten Jahre begleitet und viele waren auch mal ganz, 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 ganz schnell wieder weg. Und was wirklich interessant an dieser Plattform hier ist, ist, dass sehr viele große Dozenten bereits hier auf der Plattform unterwegs sind, die halt auch auf Udemy sind. Ich bin auch unterwegs auf der Plattform und kann ich Folgendes sagen, ja, die ist tatsächlich profitabel. Wie genau funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert relativ ähnlich zu Skillshare. Das heißt, es gibt hier praktisch eine große Membership und Leute können halt diese Membership kaufen. Und wenn ich jetzt also hier oben auf Start Your Free Trial drauf klicke, dann kann ich halt meinen Trial starten, kann also hier eine kostenlose Testphase durchlaufen und anschließend dann zahle ich für die Kurse Geld und ich zahle auch wirklich nur ein einziges Mal halt jeden einzelnen Monat und muss nicht jeden einzelnen Kurs tatsächlich auch einzeln kaufen. Und es gibt auf der Plattform über 20.000 unterschiedliche Kurse und wenn jetzt also jemand diesen kostenpflichtigen Plan tatsächlich kauft auf der Plattform Skills Café und anschließend dann die Kurse schaut, dann werde ich bezahlt für jede einzelne Minute, die diese Person hier schaut. Und ihr könnt einfach hier unten auf Teach on Skills Café draufklicken, anschließend dann werdet ihr hierhin weitergeleitet und könnt dann direkt loslegen und könnt eure Kurse hochladen. An sich die Plattform ist halt sehr interessant, weil es hier unterschiedlichste Kurse gibt, zum Beispiel zum Thema Digital Marketing oder IT und Software, Network and Security, Blockchain und vieles, vieles mehr. Es ist eine relativ technisch ausgelegte Plattform. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, wie in meinem Falle, Marketingkurse publizieren und damit Geld verdienen. Zum Beispiel hier, Isaac ist auch ein ziemlich großer Dozent auf Udemy und der hat auch seine Kurse hier publiziert. Oder zum Beispiel Robin und Jasper sind auch riesig auf Udemy und auch die haben hier ihre Kurse publiziert und haben auch sehr, sehr gute Bewertungen. Und ich gehe davon aus, dass es sich wirklich lohnt, hier digitale Marketingkurse auch noch zu publizieren. Ich habe jetzt gerade ein paar Kurse eingereicht und ich hoffe, dass diese alsbald auch publiziert werden. Ich habe jetzt hier einen Businesskurs online, den ich mit denen gelauncht habe, schon vor, ich möchte meinen, 2 Jahren oder irgendwie sowas. Und jetzt, wie gesagt, kommen weitere Marketingkurse von mir raus. Also, auf jeden Fall Kurse hier publizieren, wenn ihr englischsprachige Kurse habt. Ich weiß, das werden vielleicht nicht unbedingt alle von euch haben, aber wenn ihr das habt, dann könnt ihr hier richtig gutes Geld verdienen. Eine weitere Plattform, die ich total spannend finde, ist diese hier namens Naga. Und ich weiß, viele von euch werden
werden sicherlich sagen, Leon, ich habe das doch schon gehört, das hast du schon mal in einem anderen Video vorgeschlagen. Und das ist auch korrekt. Ich merke bloß immer, dass der Kanal sehr, sehr schnell derzeit wächst und dementsprechend mal viele neue Leute auf den Kanal draufkommen. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Naga ist, ich hatte schon, wie gesagt, einige Videos zum Thema gemacht und vor allen Dingen auch einige Leute vorgestellt, die halt richtig gutes Geld schon mit Naga verdient haben. Ihr könnt hier Folgendes machen, nämlich ihr könnt erfolgreiche Trader kopieren. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel Trader wie diesen hier, Goldexperte, Leute können halt die Personen kopieren und er hat alleine im letzten Monat, man sieht es hier, Top-Leader dieses Monats, die in diesem Monat hat praktisch Goldexperte $134.000 den Kopierern generiert. Und hier zum Beispiel auch diese Person, Fang Yi, die ist zum Beispiel eigentlich praktisch jeden Monat so gut wie dabei, also ich sehe die ganz, 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 ganz oft hier, hat insgesamt $26.000 für die Kopierer generiert und das nicht über ein Jahr oder irgendwie 10 Jahre oder sowas, sondern nein, innerhalb von dem Monat. Und das Schöne ist, wie gesagt, das Folgende, nämlich man kann einfach hier erfolgreiche Trader kopieren über die Autocopy-Funktion und sich damit ein passives Einkommen aufbauen, ohne wirklich Arbeit reinstecken zu müssen. Dies ist selbstverständlich keine Anlageberatung, aber es ist auch etwas, was ich persönlich mache und was ich persönlich sehr spannend finde. Deswegen ein Link zu Naga befindet sich in der Videobeschreibung drin, falls ihr das tatsächlich probieren wollt. Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich war es ein absoluter Gamechanger, weil ich jetzt hier kurzfristig sehr gute Profite einnehmen kann und vor allen Dingen auch die Bewerbung oder die Anmeldung ist super, super simpel. Ihr geht einfach nur hier rechts oben auf Registrieren drauf, müsst so grundlegende Daten angeben wie Name, E-Mail-Adresse und dann könnt ihr halt schon direkt loslegen, könnt in den Account reingehen und könnt euch das Ganze anschauen. Übrigens auch an dieser Stelle sollte vielleicht noch Folgendes bemerkt werden, nämlich ihr geht kein Risiko ein, wenn ihr euch am Anfang einen Account erstellt, nämlich die Account-Erstellung ist komplett risikolos und kostenlos. Erst natürlich dann, wenn ihr Geld investiert. Dasselbe ist es halt auch, wenn ich irgendwie ein Depot anlege oder eine Aktie kaufe oder was auch immer. Dann natürlich hat man Risiko. Bloß, ich muss euch ehrlich zugeben, dass es ganz schön ist, einfach mal hier kostenlos und risikolos starten zu können und sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Deswegen, ich persönlich würde sagen, legt euch zum Beispiel einen Account an, klickt also dazu gerne auf den Link in der Videobeschreibung, klickt hier oben auf Registrieren, meldet euch an, schaut euch das Ganze an und wenn ihr sagt, hey, das ist was für mich, dann könnt ihr natürlich Geld investieren und wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit diesen Account wieder löschen. Nochmal Link zur Plattform befindet sich in der Videobeschreibung drin. Dann eine weitere Plattform, die sich langsam für mich als eine echte Goldgrube herausstellt, ist diese hier namens IconFinder. IconFinder ist eine Plattform, auf der man jederzeit Icons publizieren kann, indem man einfach nur hier auf Start Uploading Content draufklickt. Dann legt man hier seinen Account an, also First Name, Last Name, E-Mail, Passwort und so weiter und so fort und schon kann es losgehen. Und man lädt praktisch hier Icons hoch. Diese Icons werden verkauft und anschließend dann, wenn natürlich diese Icons verkauft werden, kriegt man immer einen Profit Share pro Icon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf so ein Icon draufklicke, dann kann ich mir den jederzeit kaufen für $2 oder ich kann halt die Pro-Version nutzen, diese Membership und dann, wie gesagt, habe ich Zugriff auf alle Icons. Und das Interessante ist vor allen Dingen das Folgende, nämlich, dass man in beiden Hinsichten bezahlt wird. Das heißt, wenn Leute kaufen oder wenn die Leute sich diese Pro-Membership holen, in beiden Fällen kriegt man Geld. Und ihr könnt, wie gesagt, hier auch jederzeit starten. Ich persönlich würde mir zum Beispiel einen Freelancer nehmen auf onlinejobs.ph oder Fiverr oder Upwork. Der würde für mich die Icons erstellen. Und anschließend dann kann ich sie hier publizieren und mir damit ein passives Einkommen aufbauen. Auch nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt einen Report auf Medium. Könnt ihr mal auf medium.com/iconfinder gehen und dann seht ihr halt, welche Nischen sich tatsächlich lohnen. Da könnt ihr hier ein bisschen rumscrollen, könnt halt gucken, okay, welche Nischen zum Beispiel sind derzeit interessant. Da gibt es dann auch so riesige, sag ich jetzt mal, Excel-Tabellen, auf die ihr zugreifen könnt und wo ihr dementsprechend also gucken könnt, was lohnt sich, welche Icons sollte ich tatsächlich publizieren, welche Themen werden auch derzeit sehr oft nachgefragt und das ist echt so ein kleiner Hack, den ich euch diesbezüglich empfehlen kann, um halt deutlich schneller, deutlich mehr Geld verdienen zu können. Dementsprechend ruhig hier mal diese, sag ich jetzt mal, Reports lesen, die sind für euch dann wirklich bares Geld wert und hier sieht man dann tatsächlich auch diese Excel-Tabellen. Ihr habt gerade gesehen, ich habe ein paar Mal in so einen leeren Bereich hier reingeklickt. Wenn ihr so einen großen leeren Bereich seht, dann ist hier tatsächlich eine Excel-Tabelle drin, also einfach mal ein paar Mal draufklicken und dann seht ihr halt, welche sich wirklich lohnen, welche sich vielleicht eher nicht so lohnen und dann könnt ihr halt hier die Keywords nehmen, könnt ihr in eure Freelancer weitergeben, die setzen für euch die Icons um und damit baut ihr euch ein passives Einkommen auf. Und dann die letzte Plattform, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, ist diese hier namens Mingle Respondi. Super gute Bewertung auf Trustpilot, man sieht es hier, 14.965 Bewertungen, Durchschnitt 4,5 Sterne und ihr könntet jederzeit hier loslegen und könnt mit Umfragen Geld verdienen. Das Ganze ist wirklich simpel, einfach nur hier die Daten eingeben, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse etc. und dann hier unten auf Jetzt registrieren draufklicken und die können euch später das Geld zum Beispiel ausbezahlen lassen in Form von allen möglichen Gutscheinen, zum Beispiel auch Amazon-Gutscheine und ihr müsst, wie gesagt, euch einfach nur
nur anmelden, ihr habt auch hier eine Datenschutzgarantie, dann könnt ihr Umfragen machen und könnt damit Geld verdienen und könnt zum Beispiel das gegen Gutscheine, auch gegen Bargeld oder auch gegen Spenden einlösen. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr, wie gesagt, euch Gutscheine geben lassen, könnt direkt Geld bekommen oder ihr spendet das Geld an wohltätige Zwecke. Ein Link zu der Plattform befindet sich auch in der Videobeschreibung drin. Ist wirklich eine fantastische Plattform, die auch wirklich zu den seriösesten Plattformen überhaupt gehört. Und ja, über diese Plattform wird man jetzt nicht zum Millionär über Nacht, aber es ist dennoch etwas, womit nebenbei sich ein bisschen Einkommen aufbauen kann. Gut, das war's nun hier für dieses Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung hinsichtlich Mingle Respondi und hinsichtlich Naga. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.